Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr hört schon wieder, das hier ist ein neues ASMR-Video. Ihr habt euch gewünscht, dass ich wieder mal ein paar mehr Videos im ASMR-Stil für euch machen soll. Mein Mikrofon steht hier unten. Deswegen werde ich immer mal wieder verschiedene Sounds kreieren zu können. Und wer jetzt zum allerersten Mal ein ASMR-Video schaut, dem verlinke ich unten in der Infobox mal ein Video dazu, was ASMR eigentlich ist. Aber ihr hört es schon, es geht ums Zuhören. Ich habe vorhin meine meistgenutzten Produkte, wenn es um ätherische Öle geht, zusammengesammelt. Also die, die hier so vor mir stehen, die benutze ich fast täglich. Und einige von denen werden ganz, ganz tolle Sounds machen. Und die werde ich euch jetzt einfach mal ein bisschen zeigen. Es geht ja hauptsächlich um die Geräusche, die die Sachen machen. Und ich dachte, wir starten auch so, wie ich morgens in den Tag starte. Und zwar als allererstes, nachdem ich morgens aufgestanden bin, trinke ich ein Glas stilles Wasser mit einem Tropfen Lemonöl. Lemonöl bindet die Giftstoffe in unserem Körper, gerade so Mikroplastik und solche Sachen, die wir ja jeden Tag aufnehmen, und erfrischt einfach. Also da, wo andere einen Kaffee trinken, trinke ich mein Wasser mit Lemonöl. Damit geht's morgens los. Und dann geht's direkt da auch weiter. Benutze ich jetzt seit ungefähr 2 Monaten, glaube ich. Das sind die Smart and Sassy Soft Gel Kapseln. Ich zeige euch mal, wie die aussehen. So sehen die aus. Und in so einem Soft Gel sind ätherische Öle aus Grapefruitschalen, Zitronenschalen und Zimtrinde. Und das hilft einfach, um A, den Stoffwechsel in Gang zu bringen, womit ich halt so meine Schwierigkeiten habe. Und dämmt auch so ein bisschen Heißhungerattacken. Und diese Zitrusöle, die machen ja auch immer gute Laune. Und da startet man halt schon mit einem mega guten Laune-Boost in den Tag. Dann geht es weiter, aktuell aufgrund der Allergiesaison. Das nehme ich jetzt im dritten Jahr. Habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also ich bin Allergikerin seit, ich glaube, seit ich 10 oder 12 bin. Das sind die Tree Ease Kapseln. Das sind auch solche Softgels. Und hier ist drin Lemon, Lavendel und Peppermint. Und die unterstützen mich einfach bei meiner Allergie. Also ich benutze keine anderen Medikamente mehr. Für Vince nutze ich das in etwas anderer Form. Aber mit denselben Ölen. Und dann habe ich noch die hier.
befülle ich mir ganz individuell. Also manchmal brauche ich was für den Magen. Wenn ich zum Beispiel viel gegessen habe oder irgendwas nicht gut vertragen habe, dann nehme ich Zenjest. Das habe ich übrigens auch immer in einem Roll-On gemischt mit fraktioniertem Kokosöl dastehen. Das nehmen die Kinder schon automatisch, wenn die Bauchschmerzen haben. Und damit geht das auch wirklich ganz, ganz schnell vorbei. Aber aktuell seit einem Jahr befülle ich mir morgens meine Veggie Cap immer mit On Guard. Das stärkt das Immunsystem. Und mit Frankincense, also Weihrauch. Wir sagen immer, wenn man nicht weiß, welches Öl man benutzen soll, dann Weihrauch. Weihrauch macht auch eine gute Laune. Es unterstützt dich, wenn du Entzündungen im Körper hast. Ich benutze die einfach vorbeugend. Und ich war tatsächlich auch in dieser ganzen Pandemiezeit nicht krank. Ich glaube, ich hatte einmal Schnupfen, aber das war es auch. Genau. Kommen wir mal jetzt dazu, also das ist alles das, was ich morgens so nehme, um gut und sicher in den Tag zu starten. Und dann habe ich noch 4 Roll-Ons rausgesucht, die ich am häufigsten benutze. Die zeige ich euch jetzt. Das hier ist der erste. Und zwar ist das Peppermint. Und Peppermint habe ich in letzter Zeit sehr häufig benutzt, weil ich in letzter Zeit wieder so zu Kopfschmerzen geneigt habe. Einfach wegen den Wetterumschwüngen, die wir in dieser Zeit hatten. Und da trage ich das dann super gerne auf der Stirn und auf den Schläfen auf. Aber Peppermint ist auch sowas, was nochmal so einen Energiekick gibt. Also wenn ich merke, ich habe ja gerade so ein Tief und gerade keine Energie, dann rieche ich dran und trage mir das auch super gerne auf den Handgelenken auf. Das funktioniert auch super gut. Dann zeige ich euch mal die 2 Roll-Ons, die ich als Parfümersatz benutze. Ich benutze seit Jahren kein Parfüm mehr. Sind halt die Öle, die abends zum Einsatz kommen. Ganz
Und wir
sehen uns.